Moin und willkommen zu einem weiteren LS-Part. Diesmal nicht auf der LS-Part AG. Das ist hier die Norddeutschland-Map Format-Contest. Und ja, das ist oder soll halt jetzt im neuen Jahr ein neues Projekt werden, was ich noch so mitgeplant habe. So ein bisschen zum Ausgleich zu Wildeshausen. Da wird jetzt dann auch nicht täglich irgendwie was von kommen. Da werde ich so ab und zu mal ein bisschen was machen. Ja, ich habe dann hier halt auch geplant, mehr so auf die Rinderhaltung bzw. halt Milchvieh zu gehen. Gut, andere Tierarten sind hier auch weiter nicht mit verfügbar. Aber ja, ich wollte halt mal ein bisschen mehr mit dem Milchvieh machen und das halt auf so einer kleinen Map mit ein bisschen kleineren Gerätschaften. Und irgendwie stelle ich mich hier gerade wieder ein bisschen dämlich an. Ja, ich bin auch gerade noch dabei, die Karte so ein bisschen halt einzurichten, zu erkunden, alles fertig zu machen. Ja, das ist halt heute nochmal so ein bisschen als kleine Vorschau mitgedacht. Und ja, ich hatte ja im letzten Video schon gekündigt, dass wir da noch irgendwie heute irgendwas anderes halt machen. Ich hatte ursprünglich geplant, da irgendwie was im Giants Editor, da ein bisschen von einer neuen Map zu zeigen, die ich baue. Gut, jetzt ist das hier geworden. Das andere werde ich bei Gelegenheit auch nochmal machen. Das ein paar Aufnahmen im Giants Editor. Hatte ich jetzt aber doch nicht mehr so die Lust zu. Im Grunde soll das hier auch nur ein relativ kurzes Video werden. Ich wollte mich nochmal erstmal bei meinen ganzen Abonnenten bedanken. Bei den Leuten, die mich halt so auf dem Weg hierher unterstützt haben, da gleich nochmal so ein paar Worte halt zu sagen. Ja, ne, das ist es dann eigentlich auch so im Groben. Ja, wie gesagt, ich bin hier gerade auch so ein bisschen planlos unterwegs. Ja, so wie gesagt, wo fange ich jetzt am besten an? Ja, man hätte sich das vorher auch mal überlegen können. Ja, so wie gesagt, erstmal recht herzlichen Dank an alle meine Abonnenten, die in dort doch relativ kurzen Zeit zusammengekommen sind, wenn man da mal so bei anderen Kanälen guckt, da das doch, wie man es so mitbekommen hat, teilweise länger gedauert. Ich meine, dass das bei mir jetzt so schnell geht, liegt mit an der Unterstützung von so manchen Leuten, wofür ich auch sehr dankbar bin und auch froh bin, die halt im Laufe der Zeit auch überhaupt mal erstmal kennengelernt zu haben. Oder auch mit denen so dann halt in Kontakt gekommen zu sein. Und ja, da wäre denn als erstes mal der Jabba von Black Forest Modding zu erwähnen. Der immer recht fleißig meine Videos und Beiträge, die ich so bei Facebook einstelle, teilt. Der einen ab und zu auch mal so mit dem einen oder anderen verbesserten Mod versorgt, was natürlich alles private Sachen sind und auch bleiben. Ja, in die Richtung geht erstmal ein herzlicher Dank. Dann der Blue Eyes Micha. Hm.
Ja, ich denke mal, wenn ich mit ihm nicht irgendwelche Aufnahmen oder damals mal diese Aufnahmen von meiner Map gemacht hätte, wäre ich selber vielleicht auch gar nicht zu YouTube gekommen. Ich meine, ich habe das zwar immer mal irgendwie vorgehabt, aber letztendlich hat man es dann doch immer wieder ausgezögert und verschoben. Oder halt sein lassen. Dadurch, dass wir da bei ihm mal die Map-Vorstellung gemacht hatten und da eine positive Resonanz auf meine Map kam, habe ich mir dann gedacht, einfach mal gedacht, ach komm, machst halt mal ein paar Videos und guckst, wie das ankommt. Ja, dann hatten wir später ja nochmal so zusammen ein paar Aufnahmen gemacht, wo wir bei mir auf der Map gespielt haben. Da kamen im Anschluss auch ganz viele Abonnenten zusammen. Und ja, Micha teilt auch einige meiner Beiträge. Also da auch wirklich vielen Dank für die Unterstützung. Ja, der nächste Dank würde ich mal sagen, geht an David, mit dem ich ja gestern spontan in der Handaufnahme gemacht hatte. Ja, mit dem verbringe ich halt viel Zeit, spiele eigentlich relativ viel mit ihm, auch wenn es in letzter Zeit halt weniger geworden ist. Und ja, da kann man auch nur sagen, ist echt ein super Kerl und ein super Kumpel, auf den man sich immer verlassen kann. Und ja, auch da wirklich danke für die Unterstützung immer, und auch wenn ich manchmal ein bisschen komisch bin, ist es doch jemand, der auch mal zu einem hält und auf den man sich wirklich immer verlassen kann. Ja, das war das eigentlich so von den Danksagungen her. Allgemein rückblickend auf dieses Jahr gesehen, es war doch eine Menge passiert. Man hat vieles Neues dazugelernt, viele neue und tolle Erfahrungen gemacht. Auch durch so einige Aktionen wirklich klasse Leute kennengelernt. Ich war ja nun auch eine Zeit lang bei Gaming for Fun im Agrarbetrieb. Da kann ich eigentlich auch nur sagen, alles wirklich top Leute. Mit denen kommt man wirklich auch super klar. Ja, die Zeit, die ich da war, die hat auch mega viel Spaß gemacht. Ja, weiter was wüsste ich jetzt eigentlich auch erstmal so nicht zu sagen, außer dass ich euch dann jetzt auch, wenn es halt vielleicht schon oder noch ein bisschen früh ist, wünsche ich euch natürlich allen schönes Silvester und ja, einen guten Rutsch, dass ihr recht gut ins neue Jahr kommt. Wir uns denn im neuen Jahr auch wieder sehen. Das Ganze hier mit YouTube, den Kanal und so, vielleicht ein bisschen weiter ausbauen können. Ein paar Abonnenten mehr zusammenkriegen. Und ja, warten wir einfach mal ab, was das Jahr so bringen wird. Lassen wir uns da mal ganz einfach überraschen. Und ja, das soll es denn auch von meiner Seite gewesen sein. Ja, auch wenn ich es jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, wirklich danke an jeden einzelnen von euch. Und ja, wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Also macht's gut. Tschüss.